Herzlichen Dank, das sah gut aus. Schön geschunkelt. Andreas. Mein Lieber. Komm, ich komm zu dir. Hi. Komm, wir haben einen Hocker. Locker vom Hocker, wir beide. Komm hier. Ein Hocker, gut. Sag, nee, du gehst dahin. Okay. Wunderbar. Gigi Anderson, ein Riesenapplaus. Gigi Anderson hier auf dem Weihnachtsmarkt in Delingsdorf. Vielen Dank. Wir kennen uns auch schon zig Jahre, ne? Ja, 45 Jahre. 45 Jahre, ganz genau. Er ist gestern erst 46 geworden, nicht? 46. Ohne 45. Mist, 5. Dezember, Gigi Anderson. Wie alt bist du geworden? Am 4. Dezember. Ja, weiß ich, hab ich gerade gesagt. 51. Dazu stehst du, ne? Ja. Kann man auch so stehen. Kannst du rumdrehen. Man kann das ja rumdrehen. Du siehst aus wie 52, hab ich dir schon gesagt? Oh. Ich sage nichts mehr. Sagst nichts mehr. Komm, lass uns ein bisschen reden. Du hast ein neues Album gemacht, Gigi. Einmal Hü, einmal Hot heißt es. Ach so, ja. Ja. Und geht auch schon wieder in die Charts so allmählich hoch, habe ich gerade gehört. Ja. Wir waren sehr lange in den Charts, in Deutschland, in Österreich. Und die neue Single, du hast gesagt, das ist zu Ende, die wir ja gleich hören. Die ist jetzt seit 6 Wochen Nummer 1 in den Airplay-Charts. Und das ist natürlich ein toller Erfolg. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Ja, da kann man für klatschen. Das Publikum hier in Delingsdorf hat besonderen Geschmack. Ist auch auf dem Album drauf. Einmal Hü, einmal Hot. Und mit Sicherheit ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Wunderbar. Also schauen Sie noch 19 Tage lang ins Geschäft sozusagen. Ich kann gut rechnen. Ne? Danke. 19 Tage haben Sie Zeit. Gehen Sie zu Ihrem Fachhändler. Und wenn der die Scheibe nicht hat, dann gehen Sie zu Ihrem Schlachter. Der hat ihn garantiert. Ne? Oder so. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Gigi, kurze Frage nochmal. Was hast du für Pläne? Was machst du demnächst? Weihnachten, wie verlebst du das? Ja, Weihnachten zu Hause natürlich mit Familie, das ist klar. Und ein paar Tage Urlaub, vielleicht in den Bergen, so zwischen den Jahren. Aber dann geht bereits Anfang Januar, am 6. geht hier in Norddeutschland eine 40-tägige Tournee los, zusammen mit unseren Kollegen Lutz Ackermann und Michael Türnau. Ja. Kann man alles auf meiner Internetseite vielleicht abrufen, ggandersson.de. Da kann man sehen, wo ich mich da rumtreibe. Dann im März wieder 4 Wochen in Hamburg oder 6 Wochen, dann nehmen wir ein neues Album auf bei Klaus-Robert Kruse und Uli Hagemann, zusammen mit meinem Partner und Freund Engelbert Simons und mit Marion Simons, die immer guckt, dass das Make-up richtig ist. Du bist gut geschminkt, du. Richtig gut. Ehrlich? Ja, du siehst aus wie 52, hab ich gesagt. Also. Nein, nein, also es war, ich wohne ja immer im Interconti und ich habe gestern für meine 380. Nacht, oh. Manix, da klingt einer, wir sind live drauf, wir sind auf der Straße, der wollte einen ausgeben, hast du gehört? Nein, das ist mein Fahrer, das ist mein Fahrer, ich komme ja gleich, ich muss noch einen Titel singen, dann bin ich wieder weg. Ein Titel noch und dann geht's weiter, genau, erzähl weiter bitte. Ich habe wirklich also gestern ein Präsent gekriegt im Hotel im Interconti an der Alster, dass ich, also herzlichen Glückwunsch zur 380. Übernachtung. Also ich war schon über ein Jahr allein in diesem wunderbaren Hotel und naja, also ich kenne das Hotel in- und auswendig. Am besten kenne ich die Hotelbar. Genau, am besten die Hotelbar. Da haben wir wieder einen Brummer, siehst du? Er brummt hin und wieder mal, aber genau. Es ist ein Erdbeerhof, da sind so viele Brummer unterwegs, das ist völlig normal. Die sind alle noch vom Sommer zurückgeblieben, ist gar kein Thema. Es ist live. Es ist live, that's live. Das macht der Ü-Wagen, mit dem wir hier sind und mit 5 Kameras locker weg. Ich sage, du hast gesagt, es ist zu Ende, ist noch lange nicht zu Ende, denn wir brauchen dich, Gigi. Das ist ganz wichtig und hier kommt eine Scheibe aus deinem neuesten Album. Viel Spaß, hier ist Gigi Anderson, der Größte im deutschen Showgeschäft. Sag ich, ne? Danke, Andreas. Sag ich doch. Danke. Wir waren im Himmel und haben die Hölle gesehen. Ich habe geglaubt, dass wir beide zusammen durchs Feuer gehen. Jetzt bist du fort und ich stehe allein in der Tür. Ich höre deine Stimme und wünsche so sehr, du wärst hier. Du hast gesagt, es ist zu Ende, doch für mich ist nichts vorbei. Ich gab mein Herz in deine Hände und jetzt ist es nicht mehr frei. Du hast gesagt, du brauchst die Freiheit mehr als mich. Und für mein Herz beginnt die Eiszeit, denn es schlägt doch nur für dich. Egal wo ich stehe und gehe, ich denke an dich. Und meine Gedanken, egal was ich tue, sie
schlägt doch nur für dich. Jeden Montag, 20.15 Uhr. Rasant, das Köster Altona Sportmagazin. Hier kommen Hamburgs Sportfans voll auf ihre Kosten. Alles über Hamburgs Top-Teams, die Freezers, die Blue Devils und dem HSV-Handball. Fußball mit dem HSV und dem FC St. Pauli. Touchdowns, Tore, Titelträume und die spektakulärsten Aktionen der Woche bei Rasant. Montag, 20.15 Uhr bei Hamburg 1. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. We are dashing through the snow in a one horse open sleigh. And over feet we go, laughing all the way. The bells on bob to ring, they make it spirits bright. What fun it is to ride and sing, flying song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride. Seated at my side, the horse was lean and blank. Misfortune seemed this lot. He got into drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wahnsinn. Bin hier im Publikum mit zigtausend Besuchern auf dem Delingsdorfer Weihnachtsmarkt. Wahnsinn, die Straße, die bricht. Die Hunde flippen aus. Eine Katze ist gerade an der Hamburger Straße hier vorbeigelaufen. Und ich habe Frank Schröder da. Frank Schröder, demnächst in der Schwarzwaldklinik wieder zu sehen. Ab Januar geht es auf Sendung. Und zwar, ihr habt gedreht im Glottertal mit Herrn Brinkmann, mit Frau Dohm und mit allen. Du machst den Briefträger wieder, ne? Ja, ja, na klar, das gehört dazu. Der Postbote ist wieder dabei und wird die Post austragen. Was ist genau dann für eine Post war, zusammen mit Evelyn Hamann, das wird sich dann zeigen. Sag mal ganz kurz, den Sendetermin, gibt es den schon im ZDF? Soviel ich gehört habe, kann es an Weihnachten schon sein. Es ist aber auch denkbar direkt so in den ersten Januartagen. Also schauen Sie in Ihre Programmzeitschrift, dann sehen Sie Frank Schröder als Postboten wieder. Eine super Rolle, richtig toll, richtig klasse. Frank, wir kennen uns auch viele, viele Jahre. Damals beim Norddeutschen Rundfunk hast du moderiert, beim gleichen Sender. Wir beide haben richtig schön zusammen auch immer einige Gags gemacht. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du immer wieder in meine Sendung kommst. Du bist demnächst ja in einer Stimmungsshow auch wieder mit dabei. Ja, da freue ich mich sehr. Da wird sozusagen jetzt weihnachtlich und dann natürlich vollkommen anders. Ich habe mir auch eine schöne Überraschung einfallen lassen. Auch, du weißt noch nicht alles davon. Eine kleine Überraschung gibt es für die für die Zuschauer natürlich auch. Na, sind wir ganz gespannt. Jetzt hast du Zipfelmütze auf, weil du hast eine volle Haarpracht, brauchst normalerweise gar keine Zipfelmütze. Überhaupt nicht. Ich habe sogar eine Bimmelheule dabei, ja, damit du mich weißt und immer hörst, wo ich bin. Ne? Nee, das ist der Postbote. Achso, genau, ja. Hier ist der Bertie von der Post. Bringe Liebesbriefe, Telegramme mit viel Lust. Ich bin der Bertie von der Post. So, willst du den Titel oder wollen wir einen anderen nehmen? Nee, wir nehmen schon mal den wir jetzt gerade ausgesucht haben. Alles klar. Der Weihnachtsexpress mit unserem Nikolaus. Morgen ist los. Zipfelmütze nach drüben, nach hier. Viel Spaß, er macht euch kalt jetzt hier. Viel Spaß. Bertie! Frankie, hey! Ah,
Jedes Jahr um die gleiche Zeit stehen wir bereit. Denn die Kinder warten schon auf die Weihnachtszeit. Keinem geht es schnell genug, doch nun fahren wir los. Freude schenken wie im Flug, niemals ab. Wir fahren jedes Jahr zu der Kinderschar. Wir sind vom Weihnachtsexpress und wir kennen keinen Stress. Wir sind vom Weihnachtsexpress. Wir sind vom Weihnachtsexpress und wir kennen keinen Stress. Und wir fahren jedes Jahr zu der Kinderschar. Wir sind vom Weihnachtsexpress und wir kennen keinen Stress. Wir sind vom Weihnachtsexpress. Sind die Straßen auch verschneit, dann ist es kein Problem. Denn wir reisen durch die Zeit, niemand kann uns sehen. Keinem geht es schnell genug, doch nun fahren wir los. Freude schenken wie im Flug, niemals atemlos. Wir kennen keinen Stress und wir fahren jedes Jahr zu der Kinderschar. Wir sind vom Weihnachtsexpress und wir kennen keinen Stress. Wir sind vom Weihnachtsexpress. Wir sind vom Weihnachtsexpress und wir kennen keinen Stress. Und wir fahren jedes Jahr zu der Kinderschar. Wir sind vom Weihnachtsexpress und wir kennen keinen Stress. Wir sind vom Weihnachtsexpress. Liebe Weihnachtsgrüße von Berdi, dem Postboten. Er ist im Januar wieder in der Schwarzwaldklinik, genauer gesagt Frank Schröder. Jetzt habe ich einen ganz lieben Gast hier, und zwar Enno Glanz, der Gastgeber des Hauses Glanz und Gloria und natürlich hier vom Erdbeerhof Glanz. Herzlich willkommen, Enno. Hallo. Morgen. Grüß dich ganz herzlich. Grüße dich auch, ja. Ich habe gerade was gesagt und das möchte ich gerne loswerden. Es gibt eine TED-Frage und die heißt, und die möchte ich doch ganz gerne einmal loswerden, wie heißt dieser Herr mit Vornamen? 013 78 66 67 plus die 01, heißt er Heinzi Glanz? Dann rufen Sie bitte diese Nummer an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen im Werte von über 5000 Euro. Und wenn Sie der Meinung sein, er heißt Enno mit Vornamen, dann wählen Sie 013 78 66 67 und die 02. Wenn Sie aber der Meinung sind, er heißt Kalle, dann wählen Sie 013 78 66 67 und die 03. Anrufen immer noch bis 20.30 Uhr. Sie können mitmachen bei unserer TED-Fahr. Tolle Gewinne gewinnen. Jetzt habe ich einen richtigen Gewinn, denn du bist nicht nur Gastgeber, sondern bist hier bei mir am Tisch und wir sagen Prosit mit einem schönen Dithmarscher Pilsener. Aber schmeckt immer wieder schön, nicht? Bei dir hier auch dein Limes. Aber wir kommen jetzt mal zu einem etwas ruhigeren Thema und zu einem besinnlicheren Thema, was zur Weihnachtszeit passt. Denn du hast auch nicht nur glückliche Seiten in deinem Leben erlebt hier in Delingsdorf, sondern auch Schattenseiten. Denn ihr wart in Hohenwischendorf, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern, habt ein Riesengut gehabt. Das wurde euch enteignet, sozusagen 1945 von den Russen. Und erzähl doch bitte mal, wie es da zustande kam und was dich besonders erregt darüber natürlich. Ja, es ist also 1945 ist es zu den Enteignungen, Vertreibungen der Familien gekommen,
die Besitzung über 100 Hektar hat. Das waren also eine emotionale und wirtschaftliche Katastrophe für alle Familien und so für unsere auch. Mein Vater, der Erbe dieses Gutes war, hat nach 1961 hier in Delingsdorf wieder einen Betrieb gegründet und wir können ja heute, sind auch froh, ich habe den Betrieb 1972 dann übernommen und habe mich dann sehr stark auch spezialisiert und wir sind froh, dass der Betrieb jetzt doch so eine positive Entwicklung genommen hat. Gleichwohl hat unsere Familie immer unter diesen Enteignungen das nie weggestecken können. Insofern waren wir natürlich sehr froh und glücklich, dass es zur Wiedervereinigung kam. Wer hat es überhaupt, wenn ich einflächen darf, ja, Enno, wer hat diese Enteignung überhaupt veranlasst? Das war ja euer Grundbesitz. Ja, das ist so gewesen, dass das damals die sogenannte Bodenreform war. Die unter sowjetischer Besatzungsmacht wurden alle Betriebe in der Landwirtschaft über 100 Hektar enteignet und aber auch alle Industriebetriebe ab einer gewissen Größe. Das war damals eben die Katastrophe, dass das Eigentum unter kommunistischer Herrschaft enteignet wurde. Dann wurde alles enteignet und ihr habt was Neues aufgebaut hier im Westen. Genauer gesagt, wann kam es 61 dazu, dass ihr nach Delingsdorf kam? Ne? Richtig, wie ich sagte, 1961 kam es hier wieder durch meinen Vater zur Betriebsgründung mit einem hohen wirtschaftlichen Risiko. Nach wie vor großen Respekt vor der Leistung meines Vaters. Und ich hatte 1972 übernommen. Jetzt kommt eigentlich die Problematik oder der Höhepunkt auch nach 14 Jahren meines Lebens, kann ich sagen, dass es wieder zu wir nach Hohenwischendorf zurückkehren konnten und wir haben dort eben einen Betrieb jetzt auch aufgebaut mit gleichem Konzept wie hier in Delingsdorf. Das musstet ihr alles zurückkaufen. Richtig. Das ist jetzt die Brisanz oder die Negativseite, wo ich heute immer noch großes Unverständnis und auch, ich kann es ruhig sagen, nach wie vor wütend war. Es ist so, dass die Bundesregierung damals unter Herrn Kohl eine Entscheidung getroffen hat, die nicht zu verstehen ist. Man hat die Enteignungen unter sowjetischer Besatzung von 1945 bis 1949 nicht rückgängig gemacht, aber die Enteignung nach Gründung der DDR 1949 rückgängig gemacht. Und da begründet wurde dieses mit einer, das hat Herr Kohl auch gesagt, es hätte nie eine Wiedervereinigung gegeben, das war die Forderung der Sowjetunion, wenn diese Enteignung rückgängig gemacht worden. Wir hätten dieses akzeptiert, wenn das so gewesen wäre. Aber leider hat die Geschichte gezeigt, dass es eine große Lüge war. Herr Gorbatschow und Herr Schewardnadze haben unter Eid ausgesagt, dass diese Enteignung nie ein Thema in den Verhandlungen zur Wiedervereinigung war. Und das ist eine unmoralische und wirtschaftliche Katastrophe, die man da gemacht hat. Das sagen auch namhafte Juristen und Moralisten. Das ist eine ganz dunkle Geschichte der Wiedervereinigung. Begründet, muss ich hier ganz klar sagen, war das aus machtpolitischen Gründen. Die CDU glaubte damals, wenn man die Enteignungen nicht rückgängig macht, hätten sie die Wahl nicht gewonnen. Mhm. Das war der eine Grund. Und man glaubte, dass man durch die, dass der Staat die Dinge behält, dass man dadurch die Wiedervereinigung finanzieren kann. Und auch da muss ich, das ist eine unmoralisch und nicht haltbare Situation. Dazu kommt, dass auch nicht nur ich, sondern natürlich auch andere Experten sagen, auch wirtschaftlich eine Fehlleistung war. Denn wäre das zurückgekommen, wäre ein ganz anderer Investitionsschub in Gange gekommen, weil die Familien emotional geladen waren, um dann wieder ihre alten Besitzung wieder zu entgangen. Das hat ja auch unsere Aktivitäten gezeigt, das Gut war in einem desolaten Zustand und wir haben unheimlich viel investiert, um das jetzt wieder in Gang zu bekommen. Also mit anderen Worten, man kann richtig verschnupft sein, es war richtig unfair und wir werden im zweiten Teil jetzt auch noch darauf eingehen und dann natürlich auf die jetzige Situation, denn du hast beide Höfe ja wieder, du bist in Delingsdorf und hast deinen alten Hof zurückkaufen müssen, sozusagen. Du kämpfst dafür auch noch, dass es da irgendwann eine Entscheidung gibt. Wir werden das Thema auch in 2005 in meinen Sendungen weiter anreichern und ich hoffe, Kollegen wie Christiansen und andere Sender und Sendungen werden dieses Thema vielleicht aufgreifen, wenn sie diese Sendung sehen. Verschnupft bist du, jetzt sagt der Schneemann, hat Schnupfen Peters Rasselbande. Das passt vielleicht ganz gut dazu, aber an dieser Stelle möchte ich noch mal einmal unsere Partner dieser Sendung erwähnen, genauer gesagt die Dithmarscher Pilsener Brauerei, das Hamburger Wochenblatt, die Itzehoer, Douglas, Weiland, Erdbeerhofglanz, der Gastgeber natürlich, Polike, ihr seid ja ausgestattet von Polike, ich heute auch mit meinem Anzug in Hamburg in der Böckmannstraße 1a bis 2. Dort sind die Fachleute und wir bedanken uns bei der Autohaus Michael Gruppe und Ladies Fashion. Jetzt geht's weiter bei uns auf der Bühne und zwar, wir haben gerade keinen Schnupfen, weil wir haben Bierchen hier. Peters Rasselbande, der Schneemann hat Schnupfen und gleich gehen wir auf dieses brisante Thema wieder ein. Bleiben Sie dran. Viel Spaß, Peters Rasselbande. Der Schneemann hat einen Schnupfen, wär er doch
Daumen ist nur noch halb so rund. Jetzt schwitzt er wohl vom Fieber, ganz nass ist schon sein Hut. Das trübe Schmuddelwetter verträgt er gar nicht gut. Ich bring ihm eine Pulle mit heißem Wasser drin. Oh je, das lass nur bleiben, sonst ist der Schneemann hin. Vielleicht hilft eine Brühe bei seinem Schüttelfrost. Ein Schneemann ist kein Softie, er lebt von harter Kost. Kann er die nicht bekommen, dann wird das Beste sein. Wir nehmen ihn auseinander und Mama friert ihn ein. Der Schneemann hat einen Schnupfen, wär er doch nur gesund. Er hat stark abgenommen, ist nur noch halb so rund. Jetzt schwitzt er wohl vom Fieber, ganz nass ist schon sein Hut. Das trübe Schmuddelwetter verträgt er gar nicht gut. Ich wünsche, dass das Christkind den armen Schneemann heilt von seinem schweren Schnupfen und dass es sich beeilt. Frau Holle kann ihn pflegen, dann bis zum Weihnachtsfest. Vielleicht auch etwas länger, wenn sich das machen lässt. Doch kann ihm keiner helfen, dann wird das Beste sein. Wir nehmen ihn auseinander und Mama friert ihn ein. Ist nur noch halb so rund. Jetzt schwitzt er wohl vom Fieber, ganz nass ist schon sein Hut. Das trübe Schmuddelwetter verträgt er gar nicht gut. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Dankeschön, Peters Rasselbandel. Ihr kommt wieder runter. Ich bin hier im Publikum. Fliegender Wechsel. Grüße Sie ganz herzlich. Und ich muss Ihnen eines sagen. Sie können immer noch anrufen. Bei Hamburg 1 natürlich. Wir zeichnen am 16. Am 16. Januar zeichnen wir die große Stimmungsparty auf. Mit Roberto Blanco, mit Frank Zander, mit vielen, vielen Gästen und Gebrüder Blattschuss werden dabei sein. Ich mache mit Ihnen ein Fass auf. Es gibt noch Karten zum Sonderpreis, wenn Sie gerne Karten möchten. Unter der Hamburger Ticketnummer 728-1700. Dort können Sie jetzt die Karten einbuchen, sozusagen zu einem Sonderpreis von 10 Euro statt 20 Euro. Sie können richtig noch ein Schnäppchen zu Weihnachten machen. Ist vielleicht das eine oder andere kleine Geschenk noch. Rufen Sie an bis 20.30 Uhr unter 728-1700 für die große Ellerbahn-Stimmungsparty im Eidelstedt-Center mit Roberto Blanco, mit vielen, vielen Gästen, mit den Gebrüder Blattschuss, Frank Zander und vielen, vielen mehr. Eine große Stimmungsparty, die Antwort auf den Fasching sozusagen in diesem Jahr. Jetzt machen wir ein bisschen weiter und zwar habe ich einen Titel für Sie mitgebracht und den kennen Sie vielleicht, Vagabunden der Nacht. Bitteschön. Sie gingen nach Haus durch die Straßen der Stadt, der kleine Junge und sein Papa. Es war schon sehr spät und auf einmal da waren all diese Männer da. An Mauern gelehnt und die Straße als Bett, als Decke nur Zeitungspapier. Der Junge blieb stehen und fragte den Vater, was machen die denn hier? Da sagte er, mein Kind, du weißt noch nicht, das sind Vagabunden der Nacht, die zeigen der Welt, wie leicht man aus dem Leben fällt und ganz unerwartet als Vagabund der Nacht. Vagabunden der Nacht, die haben kein Glück, die finden den Weg nicht zurück, wo die Sonne lacht. Vagabunden der Nacht. Sie gingen nach Haus durch die Straßen der Stadt, der kleine Junge dachte noch nach. Da nahm ihn der Vater ganz fest bei der Hand, schaute ihn an und sprach, ein schönes Zuhause, ein eigenes Bett und die Geborgenheit, das ist nun mal auf dieser
dieser Welt keine Selbstverständlichkeit. Was ich dir sagen kann, denk ab und zu daran. Vagabunden der Nacht, die zeigen der Welt, wie leicht man aus dem Leben fällt und ganz unten erwacht. Als Vagabund der Nacht, Vagabunden der Nacht, die haben kein Glück. Schnarcht ganz friedlich unterm Palmenbaum. Da schickt ihn eine Kokosnuss noch tiefer in den Traum. Sie bumste peng auf seinen Kopf, sein Horizont wird weit. Und Frieden gibt es auch für Tiere in der Weihnachtszeit. Affen schreien, Löwen brüllen, Elefanten tuten. Wenn ich einmal keine Angst habe, ganz und guten. Alle Karpfen atmen auf. Rutscht das Krokodil vor allem durch den Schlick. Gürtel, Schuhe, Taschen sind aus Kroko nicht mehr schick. Und der alte Büffel, der dem Frieden nie getraut, liegt nun endlich wieder mal auf der faulen Haut. Affen schreien, Löwen brüllen, Elefanten tuten. Wenn ich einmal keine Angst habe, ganz und guten. Alle Karpfen atmen auf. Voll stolz die weißen Zähne. Robbeneltern machen für die Jungen wieder Pläne. Und die Wale singen für sie alle stille Nacht. War denn nicht das Weihnachtsfest für alle so gedacht? Affen schreien, Löwen brüllen, Elefanten tuten. Wenn ich einmal keine Angst habe, ganz und guten. Alle Karpfen atmen auf, wissen ganz genau. Schaut der Weihnachtsmann den Orang-Utan an, das wär vom lieben Gott auch so ein Traum. Und plötzlich gehen im Dschungel viele tausend Lichter an, so wie an einem schönen Weihnachtsbaum. Affen schreien, Löwen brüllen, Elefanten tuten, wenn ich einmal keine Angst habe, ganz und guten. Alle Karpfen atmen auf. Wissen ganz genau, allenfalls Silvester werden sie mal wieder blau. Allenfalls Silvester werden sie mal wieder blau. Hey! Das war sie. Christine. Und Christine singt immer wieder richtig schön. Bei uns ist richtig was los, bei Glanz und Gloria, hier beim Erdbeerhof. Glanz, draußen tobt das Leben, drinnen im großen Festsaal tobt das Leben und etwas abgeschirmt hier im Äußeren sind wir in diesem wunderschönen historischen Saal, wo der Tannenbaum im Hintergrund ist, die Produkte auf dem Tisch stehen, sind wir wieder zum zweiten Teil. Wir haben im ersten Teil, Enno, drüber gesprochen, über die Historie, wie das alles war mit der Enteignung. Jetzt gehen wir doch mal drauf an und ich glaube, du willst noch mal einen kleinen kurzen Appell doch mal geben. Was für deine Begriffe sollten Politiker und sollten überhaupt Leute, die damit zu tun haben, jetzt machen? Sag doch bitte ganz kurz. Ja, die Situation ist so, dass wir das erst Urteile vom Bundesgerichtshof gegeben hat, die der Bundesregierung recht gegeben hat, weil die von den falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Das ganze Thema ist jetzt vor dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anhängig und man erwartet im Januar das Urteil. Ich würde mir sehr von hier auch den Appell geben, dass doch alle Medien jetzt dieses Thema aufgreifen, dass es zu einer fairen Diskussion zwischen den Entscheidungsträgern von damals und auch den heutigen und den Betroffenen kommt. Ich denke, es muss, die öffentliche Meinung muss darüber informiert werden und das Thema muss auf den Tisch, weil erst das Urteil auch große Wellen schlagen kann in finanzieller Sicht. Mir geht es eigentlich darum, dass die Dinge gerade rückt werden und dass wir Alteigentümer auch politisch und moralisch unsere Position klargestellt wird. Das ist für mich neben der Finanzsache das wichtigste Thema. Und das möchte ich auch nochmal kurz aufgreifen. Genauer gesagt, liebe Redaktion, liebe Freunde, die Sie im Medien, in der Zahlungslandschaft tätig sind, die Sie in Medienlandschaften tätig sind, liebe Redaktion, Sie haben diesen Appell gehört. Der ist noch nicht ganz ausgegoren, da ist noch was offen. Das hören wir ganz klar raus bei Enno Glanz. Greifen Sie es auf, Enno Glanz steht Ihnen gerne zur Verfügung und melden Sie sich bei Ihnen. Jetzt möchte ich eines sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr habt euer Hauptgeschäft mit Erdbeeren, sagt ja Erdbeerkönig Glanz, das kennen wir und ich zähle auf Sie und wir zählen auf Sie, das war ja unser Spot auch und wir werden im nächsten Jahr ja auch wieder zusammenarbeiten. Lieber Enno, Erdbeeren, da gibt es diese roten Häuser in Hamburg. Wie viel hast du davon an den Bahnhöfen und überall? Wir haben also in Hamburg 110 Saison Verkaufsstände, wo wir unsere Erdbeeren anbieten können und das ist auch unser Markenartikel ja geworden, wo wir uns drüber freuen und sind ja doch als erdbeerfrische Anbieter doch sehr bekannt in Hamburg und das freut uns natürlich. Und es ist auch Ansporn, unsere Qualität immer wieder zu halten und verbessern. Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt, das ist ein weiterer Standort, ein weiterer Standpunkt. Du verkaufst sehr viele Tannenbäume, wie viel insgesamt jetzt hier in der Weihnachtszeit, kann man das sagen? Ja, gut, circa sind wir doch so, dass wir 3000 Bäume hier verkaufen können. Wir haben traditionell, und das ist auch seit 25 Jahren, machen wir unseren Weihnachtsmarkt, der sehr klein begonnen hat, der hat sich immer entwickelt hat. Und dieses Jubiläum haben wir auch zum Anlass genommen, neue Akzente zu setzen, indem wir jetzt auch auf unserem Ausgang Hofgelände Kunsthandwerkern doch neben unserer traditionellen Weihnachtsausstellung anbieten und auch ein Kinderkarussell für die kleinen Gäste. Und wir haben unseren Tannenbaumverkauf, der eine wichtige Sache ist. Wir nennen das jetzt Lichterwald, doch in einer sehr schönen Ambiente, auf unserem Hof neu etabliert. Mhm, wunderbar. Wir schauen uns den Hof jetzt mal an, musikalisch, denn Uli Martin ist jetzt auf dem Hof sozusagen unterwegs und er sagt, Weiße Weihnacht mit Uli Martin für Sie. Ich danke dir und wir gehen jetzt noch mal als Weihnachtsmännchen in den Weihnachtswald. Ja. Bis gleich. Ellermann auf große Center-Tour geht's los am 19.12. Am 19.12. starten wir in Hamburg-Volksdorf. Genauer gesagt ein Dankeschön für die Fans. Sie kriegen dort die Karten sozusagen für 10 Euro im Center in der Eulenkrug-Passage. Dann geht's weiter am 16. Januar mit Ellermanns Stimmungsshow. Die Tour geht weiter, die große Center-Tour. Genauer gesagt mit Roberto Blanco, Frank Zander, Gebrüder Blattschuss. Das Ganze am 16. Januar. Dann am 23. Januar, eine Woche weiter, sind wir mit Ellermanns Hafenbar in den Harburg-Arkaden in der Lüneburger Straße 39, 2001-73 Hamburg. Sie kriegen dort Karten. Uli Martin wird dabei sein.
Erik Silvester, Margot Schönebernd, Christian Andersen und die Fink war das BLD. Eine Woche später schon wieder, am 30. Januar, sind wir mit Ellermann Center Tour weiter on Tour mit der großen TV-Show. Und da gibt es nur noch ganz wenige Karten. Wir haben erweitert auf 3 Bühnen, denn wir können nur 2500 Gäste sozusagen einladen. Und 2000 Karten sind ratzeputze weg. Die letzten 500 Karten jetzt ab morgen. Seien Sie dabei, 3 Bühnen mit der großen Rock'n'Roll-Bühne. Wir lassen Elvis neu aufleben, einer Country-Bühne und natürlich der Uldi-Bühne. Mit dabei werden sein Graham Bonney, Harpo, Pussycat, Peter Kent, John Law and the Tremors und die Melka. Und eine Woche später heißt es Fasching, Alaaf, 6.2. Ellermanns Fasching-Show mit Fräulein Menke, Jan Willem, Uli Martin, Frank Schröder, Big Harry, Bata Ilic, Chris und Claudia Roberts, sozusagen Claudia und Chris Roberts sind dabei. Und viele, viele mehr. Die ultimative Faschingsshow am 6.2. dann im Rahlstedt Center. Und da können Sie sich ein bisschen verkleiden. Da machen wir dann Kölle Alaaf in Hamburg. Das Ganze mit der ganzen Center-Tour. 7 Termine hintereinander in Hamburg Center. Das ist das Original. Das ist die Center-Tour in Hamburg. Das Original. Süß singt der Engelchor Weihnacht und draußen rieselt leis der Schnee. Festgestrahlen Kerzen in euren Herzen vergehen Kummer. Dankeschön, Uli Martin. Weiße Weihnacht. Und jetzt fängt es auch noch an zu schneien hier in Delingsdorf. Das freut uns ganz besonders. Enno Glanz ist noch da. War eine schöne Sendung, glaube ich. Ne? War sehr schön. Hat mir sehr gefallen. War tolle Atmosphäre. Publikum war gut drauf. Sind auch viele Fans jetzt noch hier, denn wir sind gerade jetzt im Weihnachtswald sozusagen. Du verkaufst die Bäume noch. Bis zum 23. Dezember kann man dich besuchen. Jeden Tag von? Von 10 bis 19 Uhr ist der Weihnachtsmarkt geöffnet und St. Glanz und Gloria bis 23 Uhr. Wunderbar. Wir sagen auf Wiedersehen, alles Liebe und das mit den Fans auch im Jahr 2005. Denn im nächsten Jahr sehen wir uns auch mit 20 weiteren Folgen. Und die Fans sind eine Macht und deshalb sage ich Dankeschön und gute Nacht. Und hört man was von euch? Aber ja, immer. Oh, oh Tannenbaum würde ich sagen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün. Gute Nacht, schlafen Sie schön. Der Chor singt weiter. Fröhliche Weihnachten. Tschüss, tschüss.